Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise mit mir, den Xtern. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Hauptquest beendet. Und zwar haben wir Materialien geholt aus so einer vergrobenen, verbuddelten Basis. Vergrabenen, wollte ich sagen. Also eine zugeschüttete Basis mit Sand. Ja, da haben wir ein neues Kostüm freigeschaltet. We can't chase after every little thing. Für unsere Shira, oder hieß es Shira? Shaira? Shion. Ja, schon wieder eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Gestern habe ich nicht gezockt. Gestern war ich beim Sport. Ja, Cheyenne oder Shion, Mann. Merkst du ja endlich, Christian. Heute würde ich sagen, machen wir eine Nebenquest. Wir haben auch noch einen Buff zu laufen. Ja, wir können jetzt auch Buff-Food herstellen. Wir können jetzt kochen, das finde ich auch super. Unsere Verteidigung ist jetzt höher durch den Buff. Und ich werde jetzt einfach mal hier die Queste annehmen. Und mal gucken, was es Schönes zu tun gibt. Hey, du bist diese Eisenmaske, die Seth hier hergeholt hat, oder? Kann ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Klar, was ist denn? Ja! Oh, schön, dass du so hilfsbereit bist. Also folgendes, uns geht das Essen aus. Okay, ich geb's zu. Das ist ein ziemlich dauerhaftes Problem hier. Der Boden hier hat wenig zu bieten. Unsere Feldfrüchte geht es in letzter Zeit noch schlechter als sowieso schon. Ich bitte dich nicht, irgendwas Ausgefallenes zu besorgen. Etwas Weizen und Kartoffeln wäre schön. Eine große Hilfe. Die habe ich sogar, wa? How's this? Hier, gönn dir. Würde euch das erstmal über die Runden helfen? Wir haben es außerhalb der Stadt aufgegabelt. Huh? Das ist genau, was ich suche. Seid ihr sicher, dass ich es haben kann? So dringend wir auch frisches Essen angewiesen sind. Da es außerhalb wild wächst, kann ich bei all den wilden Zeugeln niemanden bitten, es zu holen. Also nehme ich mir gerne was von den Sachen, die ihr habt. Du warst eine große Hilfe. Wir konnten nicht riskieren, den Anteil der Stahlaugen zu senken und damit ins Wespennest zu stechen. Danke all dem Extraessen können wir jetzt alle Kinder satt machen. In letzter Zeit hungern. Freut mich zu hören, wir helfen gern, so gut wir können. Ich kann vielleicht nicht dein Gesicht sehen, aber ich spüre, dass du eine gute Seele bist. Ich kann euch nicht viel im Gegenzug anbieten, aber wenn du magst, bringe ich dir ein Rezept bei, das wirklich leicht zu machen ist. Wenn du das Rezept meinst, für das man Weizen braucht, das kenne ich schon. Okay. Und wie wär's mit einem Kartoffelrezept? Das hier ist auch schnell zubereitet und sehr lecker. Die Rettung, wenn man richtig Kohldampf hat. Thanks. Klingt gut, das probiere ich gern mal aus. Super, solltest du wirklich auf nüchternen Magen, kann man kaum seine Bestform erreichen. Okay. Dampfkartoffelrezept, wollen wir das mal ausprobieren? Vorausgesetzt, wir haben jetzt noch ein paar Kartoffeln. Sorry for the side trip. Das probiere ich gerne mal aus. Gucken, was es für einen Buff gibt. I can get, really. Let's cook it next time we make camp. Rasten. Vor dem Ausruhen kochen, ja bitte. Dampfkartoffeln, was macht denn das? Ich lass mal Shion kochen. All done. Come and eat. Was? 15 Minuten nur? Das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Ich dachte, der Buff hält ein bisschen länger. Arbeitet draußen nicht so hart. Nee. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Wie es aussieht, haben wir alles. Das heißt, besiege Gottesanbeterin in der Sardinschlucht. Achso, nee, das ist ja die Quest, die wir noch nicht machen können. Ja, dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter.
würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier auch weiter. In dem Gebiet waren wir noch nicht. Cool. Wieder ein bisschen was zu erkunden. Ich gehe erstmal hier hinten in die Ecke gucken. Da ist auf jeden Fall noch Loot. No choice. I never miss. Rising Wyvern! Mirage! It's over! You're mine! Rising Wyvern! Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gut aufgebaut. Wir sind inzwischen, glaube ich, Level. Ja, immer noch. Immer noch Level. Ja, immer noch Level 10. Ich habe inzwischen nicht mehr aufgebaut. Oh, Pfeffer. Pfeffer ist immer gut. Ich mag ja Pfeffer sehr. Mögt ihr Pfeffer? Gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsgewürz ist. Ah, guck mal, da hinten sind noch so eine. Blöden Stahl. Right, oh, Alter! Was ist denn so ein blöder Kackwurstbär? Ich habe es hier, Alter! Oh, Alter, ich bin down. Fuck, Alter. Heil mich. Oh, nee. Geht auch down, oder? Zack, da. So, jetzt geht's doch richtig aufs Maul, ey. Du bist der Erste. Alter, die sind ganz schön krass, also. Ja, was heißt krass, aber sind schon, war schon sehr spektakulärer Kampf. Also, ich wäre fast gestorben. They must have gotten deployed to Mosgul. Doc, Cole, everyone, please be safe. Wir wollten es definitiv wissen. Für diese Kritters hier, die sind ja nicht so schwer. Aber diese Stahlaugen. Stahlaugen? Merkt man das immer nicht. Barely a blip on our radar. Ja, wollte ich hier schon hin? Hier ist auch gar nichts außer Pfeffer. Ich gehe trotzdem mal kurz runter. Looks like this place opens out into the ocean. Das ist schön hier. Much cleaner than what's on the surface. Oh, was ist denn das hier Schönes? Rosmarin. Rosmarin haben wir noch gar nicht gefunden. So, aber ich bleib erstmal in dem Gebiet. Sind auch die Monster wieder gespawnt? Fuck. Ja, mit dem Ausweichen habe ich wirklich so drauf. Muss mal ein bisschen mehr aufpassen. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you. Right, here goes. This one's mine. Here I go. You're mine. Take this. It's over. By the power. Rising. Barely a blip on our radar. So. Hier müssen wir hin, hier ist der Stern.
Scheiße. Mess with my friends, will you? You just crossed the wrong line! Das sieht nach einem spektakulären Kampf aus. Rising Wyvern! Achso, das war sie. Na komm, komm. Rising Wyvern! Okay, mehr oder weniger. Alleine können sie gar nichts. Hey, hang in there. Hey, haltet durch. Hey, damn it. Oh Gott. Hier sind ja auch Kinder. Das ist in Ordnung bei euch. Deshalb habe ich gesagt, ihr sollt keinen Ärger machen. Ihr habt keine Chance gegen die zu gewinnen. Aber wir haben überhaupt nichts getan. Warum lassen sie es an uns aus? Du weißt, warum das die Schuld dieser Kamisan-Krähen. Du weißt, warum. Das ist die Schuld dieser Kamisan-Krähen. Ihre Rebellion macht den Rest von uns Schwierigkeiten. Du machst ihnen Vorwürfe, sie versuchen, ein besseres Leben für uns alle zu schaffen. Ja, wir versuchen es. Ich weiß nichts wirklich. Bitte bring mich nicht um, ich flehe dich an. Warum sollte ich das tun? Too late. Stop. Please, don't hurt the children. What's that? Damn it, I can't reach them in time. Heftig, ey. Get back, Cole. Doc. So. Cole, stop! Ah, nein, nicht Cole. Oh, ich weiß. Here I go. I'm only getting started. You're on. By the power of God. Rising Wyvern. You're on. Here I come. It's over. Mega Ray. By the power of water. You picked the wrong fight. Rising Wyvern. You're on. You're mine. Knie vor mir nieder. Du Schuft. Are you all right? What about the others? Are those bastards still here? Iron Mask, take it easy. It's all right now. Most were able to escape, and we've survived. Honestly, we got off lucky. It's lucky? You call people getting slaughtered like this lucky? This is how things go when you're a Danon slave. You're dead if you stand up to them. Keep your head down and do as you're told. At least then you have a chance to survive. You only have one life. That's why... I should wait for the right moment? Yes. So someone else dies instead while we live another day. Is that what you're saying, Doc? You're willing to risk everything on the chance that things will get better if we wait long enough. But what's the point of waiting if others have to die so that we can live? What do you think happens when someone tries to resist? It'd be one thing if the rebel died and that was that. But it never ends with only one death. You've seen it for yourself. Everyone suffers for it. Knowing that, are you really going to tell me our waiting has no meaning? But that's... I understand not wanting to throw away the same lives we're trying to protect. That would be senseless. But if you wait too long, if you get too used to waiting, then eventually you lose the will to fight. I don't want that to happen to me. I've already met the Crimson Crows. People who risk their lives to fight the Renan's rule. People who know they might not live to see us win, but fight anyway to give those who come after a better chance. If my life is at risk either way, then I'd rather spend it fighting. So you've decided to take up the sword? Yes, but not just any sword. It's a sword that only I can wield, but one that's also too powerful to use on my own. I doubt those who fought the Renans in the past ever had something like this on their side. That's why I'm willing to bet everything I have on this sword.
I know it might mean more people end up in danger, but... Okay. If that's how you feel, then forget what I said. It's clear your time has come, Iron Mask. Currently, you and that sword are the only things capable of driving the Renans back. It's because of you that we're still alive right now. If there's a way through this for all of us, then I'll put my trust in you to find it. Doc, thank you. Now, remember what you said. And don't ever abandon that conviction of yours, all right? Right. I won't. You've grown so much since we first met. And you've met some good people, too. Maybe you... Heftig, heftig, was hier abgeht. Warum müssen die Renea so grausam zu uns sein? Haben wir ihnen etwas angetan? Haben wir etwas Falsches getan? Weißt du warum, Eisenmaske? Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Heftig, was hier passiert, echt. So, hier waren wir wohl noch nicht in dem Gebiet. Oder? Ich muss jetzt auch wieder zurück in die Richtung. Oh, ich habe schon wieder den vergessen, wie der Ort heißt. Na, da wo wir halt übernachten können. Komm grad echt nicht drauf. Wie ist denn der Ort da nochmal? Ulsebeck, genau, Ulsebeck. Vorher kämpfen wir noch ein bisschen. Oh, die Waffen was. Ach Mann, ich kämpfe heute so scheiße. Haben es auch ganz schön in sich. Und ordentlich was wegstecken. Das war gut. Nicely done. Cool. Hab ich ja vorhin gar nicht gesehen. Gönnung. Oh, ein Rezept. We should try it and see how it turns out. Geil. Ja, mal schön die Augen aufhalten. Dann findet man auch was Tolles. An opponent like this should be easy. This one's mine. It's over. Mirage! Here I go. Who wants to die next? Your bitch one touch button is driving me mad. We did it! You're mine! We've got fire. I've got this. Let a marksman handle it. Mirage! All yours. So, die werden auch Geschichte. Our work is done here. Hier komme ich hoch, da oben würde ich gerne mich noch mal umschauen. Vielleicht finden wir da noch was Tolles. Oh, da geht's da auch noch weiter hoch. Ah, guck mal, da ist auch noch ein Loot. Get lost! Rising Wyvern! Who else can? Rising Wyvern! Hear me! Flame of fury! Oh, Alter, die Shion, die krittet aber ganz schön. Seit die das neue Kostüm hat. Die abfiehen wie ein Kätzchen, wie ein Zäpfchen. Was haben wir hier? Schöne Schafzahn. Membranflügel, was auch immer das ist. Komm ich hier hoch? Vielleicht später, vielleicht lerne ich noch so eine Art Doppelsprung oder so. Hier können wir noch mal einen Fischi holen.
und ich noch gar kein Fischrezept habe. Wo sind die? Da sind die. An opponent like this should be easy. Rising Wyvern! Mirage! It's over! You're finished! Mirage! This one's mine! Rising Bam! Mega Ray! You're mine! Rising Wyvern! Let's keep our eyes on the prize. So, wir müssen nach Ulsebeck. Gehe ich mal stark von aus, dass wir wieder zurück müssen. You're back. Hurry on in. We've been waiting for you. You're not gonna ask what happened? I can tell enough by the way you look right now. I see. Zephyr, I need to ask you something. Would you have invited me to join you even if I didn't have the Blazing Sword? Of course. Why, though? There are many folks out there who are crazy enough to resist the Renans like we do. So when I find someone with the knack for it, I make sure to keep them close. Plus, you remind me of another guy we lost. Maybe deep down, I'm trying to help you as a way of making amends for what I couldn't do for him. But if you don't want this, just say the word. I'm not going anywhere. If it weren't for you, I wouldn't even be here. If you say so. All right, come on in. Thanks. Yes. Hey, Eisenmaske, hast du vielleicht einen Moment? What's wrong? Hey, Dairon, womit kann ich dir dienen? Naja, seit du hier bist, hast du ja ständig gekämpft oder so. Langsam mache ich mir Sorgen um den Zustand deiner Waffe. Schließlich trittst du bald Balsef gegenüber. Wer weiß schon, welche Tricks er auf Lager hat. Du musst bestens vorbereitet sein. Zum Glück habe ich Zum Glück haben wir ein Schild vor Ort. Ihr solltet euch mal ansehen, was er gefertigt hat. Schmied? Wieso lese ich Schild? Schmied, ich meine Schmied. Got it. Schon gut, ich werde daran denken. Ja, es tut mir auf jeden Fall ganz doll leid wegen meiner Verleser. Wird wahrscheinlich noch öfters vorkommen. Der gerade angenommen Questanzeige Priorität geben, ja. Klar. Waffen müssen repariert werden, dann machen wir das doch mal. Nee, ich wollte meine Waffe. Hä? Ich wollte erstmal zum Schmied. Ist der hier mit drin? Hey. Bist du der Schmied? Yeah. Ja, Dairon hat mich schon aufgeklärt. Ich mache nicht nur Werkzeuge für Bauern, sondern auch Waffen für die Kamesan-Krähen. Da es hier um dich geht, muss ich einfach helfen. Ich schmiede euch die besten Waffen, die ich mit den Materialien, die ich habe, fertigen kann. Waffe fertigen? Primitives Schwert. Es hat aber um einiges mehr Stats. Aber da fehlt mir noch ein Astralkorn. Na, dann machen wir erstmal das Fertigen und Ausrüsten. Ja, da fehlt mir leider noch ein Astralkristallkorn. Ja, aber das ist auch erstmal nicht schlecht. So, haben wir für dich noch was, meine Liebe? Da brauche ich auch ein Astralkristallkorn. Okay, kann ich die alten Waffen verkaufen? Alle Handelsware verkaufen? Nein. Ach, das ist Handelsware, dann doch, ja. Wenn ich das nicht brauche. Ich würde gerne mein altes Schwert verkaufen. Ach,
das ist schon weg, okay. Also, was hältst du davon? Gar nicht mal so übel. Das ist das Beste, was ich dir derzeit bieten kann. Bring mir mehr Materialien und ich mache dir was nach Grandioseres. Thanks. Das ist schon ziemlich grandios. Ich wusste nicht, dass Zeugelteile so vielseitig sind. Good, good. Danke, freut mich, das zu hören. Ich überlasse den Rest dir. Mach Rena die Hölle heiß und befreie uns, ja? Das ist der Plan. Quest abgeschlossen. Ach so, für die Questen kriege ich übrigens auch Geld. Das ist ja nicht schlecht. Is this something you're into? Yeah. Gut zu wissen. Wollen wir noch mal kurz schlafen und den Buff nochmal. Aber obwohl der Buff läuft ja eigentlich schon. Ach nee, das ist das Hungergefühl, wa? Ach komm, wir schlafen kurz. Rassen ausruhen, ja, diesmal Grillpilze. Mal gucken, was machen die denn? Na, diesmal koche ich. Good. This came out just the way I hoped. Kocheffekt plus 15. Ah, der Buff, der hält auch nur 8 Minuten. Aber ist egal, wir sind gesättigt. Wir sind gesättigt, das ist die Hauptsache. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Nebenquest. Ah, es lohnt sich nicht mehr. Ich müsste dann auch mal cutten. Haben wir denn noch Nebenquests? Ne, da werde ich glaube ich also noch ein bisschen aufpowern. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt, würde ich mich mega freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis dahin sage ich Ciao.